diesen Verknüpfungspunkt zum Neofaschismus und zum Neonazismus nicht. Es gab bisher keine nationalkonservative Partei. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob die Alternative für Deutschland genau diese deutschnationale Position aufnehmen wird. Und dann würde auch hier in diesem Land die Frage des Neofaschismus zu einer Dimension heranwachsen, die wir uns im Augenblick wohl noch kaum vorstellen können. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, zu dem Punkt, den ich für am wichtigsten für unsere Diskussion halte. Zur Frage nämlich über die Beziehungen zwischen Neofaschismus und sozialen Konflikten, soziale Frage. Die soziale Zusammensetzung des europäischen Neofaschismus ist schwer zu rekonstruieren. Es gibt keine ausreichenden statistischen Unterlagen. Aber es ist klar, dass in den Umbruchsperioden der Desorientierung und Demoralisierung, also in den späten 1970er Jahren, nach 1990 und jetzt seit 2009, ein Prozess eingesetzt hat, in dem demoralisierte männliche Jugendliche immer stärker dazu tendieren, den Neofaschismus zu unterstützen. Es gibt eine etwas in Gänsefüßchen moderatere Tendenz, auch bei Restgruppen der industriellen Arbeiterklasse in bestimmten Krisenregionen, beispielsweise in Lothringen oder in anderen ökonomischen Krisenschwerpunkten Europas. Sie unterstützen eher die zwischen Neokonservatismus und Neofaschismus hin und her schwankenden Aktivitäten, beispielsweise des Front National oder der FPÖ. Auch hier also eine neue Dimension, die auch in unserem Land an Bedeutung gewinnt, die Kontakte mit linksgewerkschaftlichen Initiativen in der letzten Zeit gezeigt haben, die diese Entwicklung sehr genau beobachten. Das sind die Tendenzen. Aber wie ist das zu erklären? Wie ist es zu erklären, dass auch heute der Neofaschismus offensichtlich Möglichkeiten entwickelt, sich einen Massenanhang in den Unterklassen und den unteren Mittelschichten zu erobern? Dazu möchte ich wiederum ein Fallbeispiel erwähnen, um dann zu verallgemeinern. In diesem Fall geht es mir um Ungarn. In Ungarn hat die Sozialistische Partei, die zwischen 1994 und 1998 und 2002 bis 2010 an der politischen Macht war, ein besonders radikales Programm der marktradikalen Deregulierung, der Privatisierung und der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse vorangetrieben. Die ungarische Gesellschaft stand in der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 praktisch vor dem Zusammenbruch. Beispielsweise wurden fast 1 Million Häuserkredite notleidend. In dieser Situation kam es zu einem dramatischen politischen Umbruch. Im Mai 2010 wurde die ungarische Bürgerbewegung Fidesz zu 2/3 in die Parlamente gewählt. Gleichzeitig erreichte die neofaschistische Jobbik-Organisation fast 17%. Ein unglaublicher politischer Machtwechsel. Was hat die Regierung Orbán seither aus dieser Konstellation gemacht? Sie hat die Deregulierungspolitik und die Austeritätspolitik der Sozialistischen Partei und der hinter ihr stehenden internationalen Troika aus IMF, EU-Kommission und so weiter nach klaren Klassenlinien verändert. Sie hat auf der einen Seite die Ausgrenzung und Marginalisierung von 1/3 der Bevölkerung, der Unterschichten und der unteren Mittelklassen weiter verstärkt. Die Arbeitslosengelder wurden dramatisch gesenkt, die Bezugsfristen extrem gekürzt. Es wurde eine Einkommenssteuerreform durchgeführt, eine sogenannte Flat Tax,
die die Besteuerung der Unterklassen extrem verschärft hat. Ein Prozess der Kriminalisierung und Internalisierung der Obdachlosgewordenen hat eingesetzt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite besteht darin, dass Fidesz dazu übergegangen ist, Operationen zum Schutz ihrer eigenen Klientel, nämlich der Mittelschicht, angefangen von den mittleren Mittelschichten, in Gang zu setzen. Sie hat beispielsweise die Rückverstaatlichung der Pensionsfonds im öffentlichen Sektor, also für die öffentlichen Bediensteten, eingeleitet. Sie hat eine Kampagne zur Kommunalisierung des privaten, lokalen Infrastruktursektors eingesetzt. Und sie hat schließlich mit der schon erwähnten Einkommenssteuerreform alle Einkommensbezieher über 800 Euro im Monat begünstigt. Dazu kam kürzlich eine Festlegung der Wechselkurse der ungarischen Währung des Forint zu den übrigen Währungen, vor allem zum Euro, damit die Mittelschichten eine Entschuldungsoperation für ihre Immobilien, für ihre notleidend gewordenen Immobilienkredite in Gang bringen konnten. Wir sehen also an diesem Fallbeispiel, dass eine sozialistische Regierung unter dem Druck schließlich der Troika, also der internationalen Gläubiger, ein radikales, pauschales Deregulierungsprogramm durchgesetzt hat und dass ihre nationalkonservativen Nachfolger dieses radikale Programm der sozialen und ökonomischen Konterrevolution nach ihren eigenen Klasseninteressen modifiziert hat. Das sind gewaltige Prozesse und wir werden gut daran tun, sie sehr genau zu untersuchen und Perspektiven im Kampf gegen den aufkommenden Neofaschismus zu finden. Lässt sich die ungarische Erfahrung verallgemeinern? Die Erfahrung also, dass Gruppierungen, die von den Unterklassen der institutionellen Linken, Sozialistische Partei, zugerechnet werden, die materiellen und kulturellen Interessen der Unterklassen besonders stark diskriminiert haben. Ich denke, dieser Nachweis ist möglich. Es zeigt sich nämlich, dass in der ersten Austeritätsphase, Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, vor allem sozialistische Parteien die damaligen Deregulierungsprogramme in Spanien, Italien und Frankreich, um nur diese drei Beispiele zu nennen, vorangetrieben haben und mehrere kommunistische Parteien, vor allem in Italien und Spanien, haben versucht, sich als sogenannte Eurokommunisten an diese Austeritätspolitik anzupassen. Eine zweite Phase setzte dann zu Beginn der 1990er Jahre ein, als in Osteuropa und auch im zerfallenen Jugoslawien sogenannte Reformflügel der bisherigen staatssozialistischen Parteien dazu übergegangen sind, solche neoliberalen und austeritätsorientierten Deregulierungsprogramme voranzutreiben. Es kam zu einer massiven Enteignung der Unterklasse in Europa durch eine Schocktherapie, die vor allem aus einer Hyperinflation und aus einer brutalen Deregulierung der Arbeitsverhältnisse bestanden hat. Auch da also eine Hypothek der institutionellen Linken in ihrem Transformationsprozess. Ein weiterer Schwerpunkt dieser radikalen Distanzierung, dieser radikalen Kehrtwende der führenden oder hegemonialen Gruppen der institutionellen Linken von den materiellen Interessen der Unterklassen hat mit den Austeritätsprogrammen seit 2009 eingesetzt. Wir haben es alle miterlebt. Die Agenda 2010 der SPD und Grünen ist seit 2009 auf ganz Europa übertragen worden und verschiedene sozialistische Parteien der Peripherieländer, Spanien, Griechenland, auch das Bündnis in Italien schon in der Zeit davor, es gibt viele andere Beispiele, haben
diese Programme mit durchgeführt. Das ist eine Hypothek. Und diese Hypothek erklärt meines Erachtens, warum gerade in Situationen des sozialen Zusammenbruchs, der Desorientierung, der radikalen Entwertung aller Normensysteme und der radikalen Verarmungspolitik keine für die Unterklassen greifbare sozialistische oder linke Perspektive mehr existiert hat. Das ist eine bittere Erfahrung. Es gibt Ausnahmen. Es gibt sogar sehr gewichtige Ausnahmen.